Guten Morgen, liebe Leute. Heute letzter Tag auf der Messe in Düsseldorf. Heute ist Sonntag. Ja, da ich es die ganze Zeit nicht geschafft habe, auch mal in Halle 14 mit dem Stand von Alpine anzugucken. Du bist jetzt mal im Dunkeln, in Anführungsstrichen. Ja? Einfach mal ein kurzer, schneller Blick. Die Geräte sind auch ausgeschaltet. Ja, aber ich fliege trotzdem gerne mal mit euch drüber. Euch einige Sachen zu zeigen. Hier die Lösungen zum Beispiel für Ducato, hier für den neuen 907er, 910er Sprinter zum Beispiel, mit dem passenden Frontsystem dazu, Underseat-Woofer mit passender Endstufe, wie gesagt, ein ganz edles Frontsystem, angewinkelte Hochtöner, schicke Alublende, ja, wir kennen es schon vom T6.1. Da funktioniert die Alpine-Lösung im Frontbereich auch sehr, sehr gut. Wir gehen weiter rum. Hier kommt was Neues, liegt auch quasi in Anführungsstrichen in den letzten Zügen. Die neuen Systeme für den VW Crafter. Ja, immer mit beiden Blenden dabei. Natürlich ist auch damit der MAN TGE abgedeckt. Ja, auch da Hochtöner wieder ordentlich angewinkelt. Ja, eine tolle Blende dazu. Ne? Das wirkt dann auch sehr, sehr edel. Hier ist für den Ford Transit das neue Multimedia-Gerät für den Ford Transit Custom. So, auch hier passende Frontsysteme. Hier der Tiefmitteltonlautsprecher. Hier die Hochtöner. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie sieht vorne meine A-Säule, wie sieht vorne das Dreieck aus. Auch da dementsprechende Einsätze für da, dass man es in beiden Fällen auf jeden Fall vernünftig einbauen kann. Also auch solide und fest verbaut. Ne? Auch da wieder. Ja, das entwickelt sich mittlerweile auch bei den Frontsystemen, bei den fahrzeugspezifischen Frontsystemen bei Alpine durchaus auch zu einem weiteren Markenzeichen. Ja, und wer kann, der darf. Auch hier wieder eine Subwoofer-Lösung. Ja, mit passendem kleinen Digitalverstärker dazu. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem gut erkennen. Hier ein Armaturenbrett. Ja, das kennen wir vom Bulli. Mit dem Alpine eigenen Controller. Ja, ein schöner Drehregler dazu. Ja, hier das ja für uns schon mittlerweile legendäre T6.1-System. Ihr habt es ja bei uns auch schon jetzt öfter mal gesehen, wenn wir Kundenfahrzeuge dort oder damit besser gesagt fertiggestellt haben. Bis jetzt immer sehr, sehr begeistert. Hier unten die Lösung für den T6.1. Hier für den T6, genau, etwas größerer Bassmittellautsprecher. Und hier die T6.1-Lösung. Da geht es leider nicht mehr ganz so groß. Da hat VW ja in der Türverkleidung ein bisschen einen Rückschritt gemacht. Aber wir können euch auch da gerne weiterhelfen. Wie immer tolle Integrationen. Ja, ich zeige es euch mal hier am Beispiel. Ja, hier ist so ein kleiner Ausschnitt gemacht worden, wie es dann letztendlich im Detail aussieht. Ja. Sehr edle Lösungen. Wie gesagt, heute könnt ihr es euch nochmal live anschauen. Wahrscheinlich ist aber, wenn ich nachher nach Hause komme und das Video online stelle, die Messe doch schon zu Ende. Aber wie gesagt, hier nochmal ein kurzer Überblick. Hier das Ducato Frontsystem. Mit der aufgesetzten Mittelhochtoneinheit hier oben. Ja, hier nochmal die passende Head Unit. Natürlich haben alle Head Units mittlerweile selbstredend Apple CarPlay, Android Auto. Hier mal eine andere Bremsleuchte, ja, mit eingebauter Kamera von Alpine. Hier eine Multiview-Kamera, das heißt vier verschiedene Kameraansichten sind hier möglich. Rückansicht, Panoramaansicht, Eckansicht und Bodenansicht kann dann dementsprechend geschaltet werden. Ja, also da findet sich dann auch immer der passende Einsatzzweck für. Hier das erste Gerät für die Integration, Vollintegration in einen Ducato 8. Ja, das ist mehr ein Universalgerät. Ja, das kann ich dann mit der passenden Blende in verschiedenen Fahrzeugen unterbringen, die mir die Möglichkeit bieten, ein sogenanntes Doppel-DIN-Gerät zu verbauen. Hier das Premium-Navigationssystem für den Ducato 8. Wie gesagt, auch die neuesten und aktuellsten Fahrzeuge sind abgedeckt.
Hier die Lösung, nach der auch viele Leute fragen. Das Gerät kann ich anwinkeln, das heißt, ich kann es zu mir hindrehen als Fahrer, ja, oder auch manchmal Beifahrer, Beifahrerin. Ja, das ist also, wie gesagt, auch kein Thema. Auch hier, wie gesagt, ne? Okay, die Geräte sind nicht ganz günstig, aber ja, ihr habt Alpine-Qualität und da denke ich mir, müssen wir den wenigsten Leuten noch viel zu erklären. Ja? Gut, ich hoffe, euch gefällt das Video. Lasst uns einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ja, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.